Hier passiert aber jetzt auch nichts. Also, wir brauchen ja noch das Geld, das Maximino hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen irgendwie runter in den Keller, um das zu bekommen, aber keine Ahnung, wie das gehen soll. Haben wir denn noch irgendwas im Inventar vielleicht, was uns helfen könnte? Also der Brief wahrscheinlich nicht. Calavera, dies ist wahrlich ein großer Tag für die Revolution. Sag Ola zum kleinen Manny, dem ersten offiziellen Boten des ZVS. Naja, bitte gib ihm etwas schon zu picken und schick ihn zurück, damit wir wissen, ob der Jungfernflug ein Erfolg war. Das haben wir ja auch schon benutzt, um, durch die Sicherheitskontrolle zu kommen. Beziehungsweise nicht zu kommen. Auch so ein Ticket, glaube ich nicht. Hier war die VIP-Karte, richtig? Es ist die VIP-Eintrittskarte für die High Rollers Lounge, die Chowchilla Charlie mir gegeben hat. Oh, Glottis, zeige ich das besser nicht? Warum eigentlich nicht? Ich glaube, ich gebe dem mal die Karte und guck, was passiert. Vielleicht kann er mir ja helfen, wenn der auch hier ist. Ja. Und wenn wir dann das Geld haben... Lauf! Ja, wenn wir dann das Geld haben, dann sollte der Typ, der Charlie, uns ja den Ausweis machen. Und dann fehlt doch eigentlich nichts mehr, um die Reise anzutreten, oder? Also, Naranja schläft seinen Rausch aus. Also, den haben wir ja schön ausgenockt mit dem Siffwasser. Und Werkzeug kriegen wir ja irgendwie von den Bienen. Oder ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das irgendwie klar geht. Immer diese weiten Wege. Naja, ich bin mal gespannt, wenn wir dann mit dem Schiff fahren, wo wir dann landen. Und ja, was dann auf uns zukommt. Calavera Café. Okay, einmal nach unten zu Glottis. Unserem lieben Dämonen. So, mal gucken. Jo, hier. Sieh dir nur diese schicke Eintrittskarte zur High Rollers Lounge an. Ist das zu glauben, wie überheblich die da drüben sind? Ich glaube kaum, dass ihr Laden mehr VIP ist als unserer. Du etwa? Ich weiß nicht. Ich versuche da nicht hinzugehen. Tatsächlich? Wieso nicht? Wegen meinem Problem. Glottis? Was für ein Problem. Ist er jetzt da hingelaufen? Ich frag mich, vielleicht hat er ja ein Problem mit Katzen oder so. Können wir jetzt hier Klavier spielen? Ich kann nicht glauben, dass ich ihn so lange daran gehindert habe, an den Ding herumzuschrauben. Ach du Jemine. Yeah! Also, ich finde, Glottis hat das ein bisschen besser gemacht. Aber ist okay. So. Jetzt ist er so schnell abgehauen. Hat nur von einem Problem erzählt. Also wieder den ganzen Weg zurück. Wir haben ja sonst nichts zu tun, als so, als herumzulaufen. Hui. So, jetzt wieder hier rein in den Aufzug. Man kennt wahrscheinlich auch hier die Treppen benutzen einfach. Aber naja. Wir fahren Aufzug. Yay. Hui. Außerdem finde ich immer diese eine Sequenz so cool. So. Da, 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 da. Vor allem sagt der, wenn man sich den VIP-Ausweis anguckt, ja, das sollten wir bloß nicht Glottis zeigen. Und dann, macht er es aber doch. Was sind wir? Bienen oder Fliegen? Was gab's hier eigentlich noch irgendwas? Hier liegt keine ja so viel Lügen, Zeug rum. Keine Lügen! Keine Lügen! Keine Lügen! Was sind wir? Bienen oder Fliegen? Authentische Lügen. Was sind wir? Ah, das habe ich mich nämlich beim letzten Mal schon gefragt. Da bin ich einfach
dran vorbeigelaufen. Können wir das mitnehmen? Das sind ganz schön große Werkzeuge. Glottis kann sie abholen, wenn wir die Stadt verlassen. Okay. Ich glaube nicht, dass die in nächster Zeit jemand benutzen wird. Sehr, sehr gut. Also haben wir auch Werkzeuge. Alles klar. Dann gehen wir jetzt hier lang. Ja. Und... mal gucken, ob Glottis jetzt hier ist. Wenn ja, wo? Ist er vielleicht hier? Nein. Miau, miau. Ich weiß nicht. Er müsste jetzt eigentlich in den VIP gekommen sein. Kann ich denn jetzt auch noch hier rein? In den VIP-Bereich? Mieze-Kätzchen! Ah. Gucken wir mal. Kätzchen, lauf! Komm, 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 komm! Bus, 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 Bus! Der geht ja total ab. Ja, du schaffst es! Oh, hätte ich das nur gewusst. Fast ich am wusste Ziel. Nicht, dass du so auf Wetten stehst, Glottis. Ja, ich musste den Ärzten versprechen, dass ich's nicht mehr oh, oh. tue. Aber in der High Rollers Lounge werden sie mich nie finden. Niemals! Der ist ja total betrunken. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Lauf! Na gut. Aber ich habe gesehen, der Bus, Kellner Bus, 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 Bus. Ist jetzt hier am Rumlaufen und oh, am Arbeiten. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht kriegen wir den ja irgendwie hier in die Vorratskammer rein. Noch ist er hier nicht drin. Ist er hier irgendwo? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Okay, ich weiß aber nicht, wo der hinläuft. Bus, 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 Bus. Bus, 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 okay. Vielleicht verfolge ich den einfach mal. Ja. Hallo. Ja. So, und jetzt geht er wieder nach hinten. Dann gehe ich jetzt auch wieder nach hinten. Einmal rum, die große Runde. Wieso kommt er jetzt schon wieder von da oben? Ach. Okay. Ein anderer Test. Wir machen die Tür nochmal zu. Ach, bestimmt muss der in die Vorratskammer. Warum ist das hier sonst so... so aufgebaut. So, und jetzt machen wir die nochmal auf. Tada! Wir können ja auch mal hier in der Küche warten. Dupdidu-didu, wir stehen hier nur rum. La 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 la. Nein? Okay. Dieses Monster da oben macht mich doch wahnsinnig. Oh, aber Monsieur, je suis très désolé. Gäste haben keinen Zutritt zur Küche. Ich muss sie bitten zu gehen. Gleich, Le Roi. Raoul. Ja, ja, okay. So. Können wir jetzt die Tür zumachen? Und tschüss. So. Und jetzt? Sie ist bis oben hin voll mit Kellner. haben wir noch irgendwas, um die zu verschließen vielleicht? Naja, die Pipette wird nicht so viel bringen. Ja, warum nicht, ne? Können wir das hier benutzen? Oh. Oh, bitte tun Sie das nicht. Ich mag keine engen Räume. Nein, 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 Monsieur. Ganz und gar nicht. Ich habe keine Zeit für derartige Spielchen. Wenn ich jetzt nicht die Drinks rausbringe, dann stürmen die Gäste die Küche. Welche Gäste? Es ist nur Glottis hier. Mist, also ich war jetzt zu langsam, ja? Der mag keine engen Räume. Ja, Pech. Ich muss aber hier irgendwie in den Aufzug. So, kommt er denn jetzt nochmal rein, oder... oder wie ist das? Kann ich nochmal rausgehen? Ja, du schaffst es! Ich sehe den aber nicht mehr. Ja, machen wir das nochmal zu, nochmal auf. Ich weiß nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich ein bisschen mehr beeilen müssen. So, stehen wir nochmal hier rum. Na komm schon, Kellner. Ich will dich ansperren. Hinaus bitte. Nein. So. Und diesmal bitte direkt die
Dings nehmen. Und geht das? Aha. Jetzt sollte der erstmal nicht mehr rauskommen. So, und was hallo, hallo, da draußen. Könnte bitte jemand die Tür aufmachen? Hallo. Ich habe mich hier offenbar selbst eingesperrt. Ich bin leider sehr klaustrophobisch. Wenn also bitte jemand, s'il vous plaît, lass mich sofort hier raus. Oh, oh, oh. Immediatement. Oh, los, los, los. Hey, ich hab Durst. Wo ist dieser Kellner? Oh, oh. Okay. Ach du Jemine. Ah. Aber Glottis, man trinkt doch nicht gleich aus dem Fass. Fruchtig, aber trotzdem vollmundig. Aber das ist ja jetzt leer, ne? Kann ich denn jetzt hier irgendwas tun? Ich kann ihn jetzt wieder befreien, aber nee, das wollen wir nicht. Ah, ich kann die... Ah. Dieses Fass ist auch von oben versiegelt. Das heißt... Ah, warte, wir haben doch diesen riesigen Dosenöffner. Dann kommt der jetzt auch endlich mal zum Einsatz. Dipdidu, didu, didu. So. Können wir jetzt in das Fass rein? Ich glaube, da passe ich rein. Okay, dann. Dann rein mit dir. Hui. Blup. Da schläft doch einer bei der Arbeit. Oha, oha, dieser Glottis. Es ist leer. Ruben, wo steckst du? Tja, der ist gut am Schlafen. Aha! Oh, mon Dieu. Machen wir ein kleines Nickerchen, et vous? Nun, le Fässchen ist le alle, also tout suite. Mann. Ja, Monsieur. Merci. Wie auch immer. Ettor! Mehr Wein! Ich werde ihn feuern, weil er nie auf mich hört. Und danach kündige ich. Ich kann diese Vorratskammer nicht mehr sehen. Kein Mensch sollte je in eine so dunkle, enge Kammer gesperrt werden. Ups. So, jetzt sind wir hier im Weinkeller. Cool. Ich frag mich nur, ob hier auch irgendwo dann das Geld versteckt ist, das wir suchen. So, raus aus dem Fass. Jetzt hast du ja auch deine Sichel wieder. Sehr gut. So, was gibt's denn hier? Das Fass, aus dem wir kamen. Ganz viele Fässer. Okay. Wo gehst du hin? Denen möchte ich lieber nicht mehr zu nahe kommen. Okay, Reise im Fass war wohl nicht so angenehm. So, dann haben wir hier noch so einen Gabelstapler. Das Ding ist sicher leicht zu bewegen, wenn man ein großer Dämon ist. Du bist zwar kein großer Dämon, aber probier's doch trotzdem mal. Geht doch. Können wir jetzt hier rein? Ah ja, super. Ich weiß zwar noch nicht, was uns das jetzt genau bringt, denn... Ach, guck mal, man kann... Wow. Nein, 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 ich wollte nicht mehr raus. Man kann da, der kann aber gut wenden, du, muss ich sagen. Auf der Stelle, hui! Okay. Dann steig mal aus. Nicht hier. So, jetzt sind wir im Aufzug, ja? Vielleicht... was macht dieser Knopf? Vielleicht gibt es ja hier noch einen anderen Ausgang. Nur ein Knopf. Ja, drück mal. Ah, okay, jetzt bewegen wir uns nach oben, okay. Und warum haben wir jetzt einen Gabelstapler? Gehen wir nochmal rein.
Hier sind ja so, Aussparungen im Gitter. Oh, sind wir jetzt gleich schon ganz oben? Kann man denn irgendwie... Also hier könnten wir jetzt raus. Durch diese Tür komme ich nicht durch. Okay, und wenn du absteigst... Oder sind wir jetzt dann einfach wieder in der Küche? Das wäre ja natürlich doof. Moment, ich speichere mal kurz. Einfach nur, um zu gucken. Ja. Ah, okay. Aber hier ist jetzt niemand mehr. Also mit dem Gabelstapler kommt man nicht durch die Tür. Das heißt, man muss irgendwas im Aufzug damit machen. Dann fahren wir jetzt nochmal abwärts. Und dann positioniere ich mich mal andersrum, sodass die Gabel, oder wie man das nennen soll, schneller, du bist zu lahm. Hier unten durch diese... Ah, bestimmt war da die geheime Tür, oder? Jetzt sind wir wieder ganz unten, kann das sein? Ja. Na, das war ja wohl ein Schuss in den Ofen. Okay, aber alle guten Dinge sind drei, also probieren wir das einfach noch einmal. Was ist denn, wenn ich mich, oh Gott, ja, das ist doch doof, dass der sofort wieder rausfährt, wenn ich den umdrehen will. Ich würde den gerne direkt so richtig positionieren, dass ich gleich nichts mehr machen muss. Okay. So, ja. Jetzt steig aus. Und drück auf den Knopf. Und jetzt steig wieder ein. Und fahr hier hin. Na los! So. Da war doch das... Okay. Das war doof. Nicht hier. Nicht hier. Nicht hier, nicht hier. Okay, okay, okay. Okay, nochmal. Ich weiß nicht, ob das auch geht, wenn man nach unten fährt. Oh Mann. Jetzt steig ein. Okay, das heißt, ich muss einfach die ganze Zeit nach vorne fahren. Fahr doch. Oh, ich bin schon wieder vorbeigefahren, ne? Ich krieg die Krise. Kann man den Knopf jetzt auch drücken? Tut sich nichts. Okay, dann drück jetzt nochmal. Dann steigst du sofort ein. Oh Mann, ey, ist das umständlich. Ich sehe doch, dass da die Tür ist. So, jetzt fährst du hier durch. Aha. Und nun? Ich kann mich nicht durch diesen Spalt zwängen. Ja, das ist mir auch klar. Kannst du jetzt irgendwie noch ein bisschen nach unten fahren? Sie bewegt sich nicht. Muss irgendwo festhängen. Sie bewegt sich nicht. Muss irgendwo festhängen. Ich kann mich nicht durch diesen Spalt zwängen. Aber da geht's auf jeden Fall lang. Ich muss da irgendwie durch. Das ist der Hebel für die Gabel. Ah. Ach so. Okay. Warum gehst du nicht hier lang? Okay. So, wo sind wir nun gelandet? In einem interessant aussehenden Gang. Aber hier kann man nur langlaufen. Aha. Dios mio. Das der Geld. Der ist voller Doppel-End-Tickets. Hiermit könnten hunderte von Seelen im Nummer 9 fahren. Da stimmt doch was nicht. Ich habe den Verdacht, dass der Koffer jemandem gehört, der viel einflussreicher ist als Chowchilla Charlie.
Mysteriös, okay. Ach, gut, dass wir jetzt direkt wieder hier sind und nicht den ganzen Weg zurückgehen müssen. Oh, oh. In Ordnung, Manny. Gib mir den Koffer. Charles, ich dachte, wir hätten eine Vereinbarung. Haben wir. Aber ich dachte, ich bringe eine kleine Versicherung mit. Für alle Fälle. Was ist los, Chuck? Kannst du dir keine Handlanger für diese Art von Job leisten? Ich kann mir leisten, was ich will. Also leg ihn hin. Zu Befehl, Boss. Hast du einen Ausweis für mich? Hier. Willkommen in der Gewerkschaft. Jeden Dienstag im Monat ist Versammlung und vergiss nicht, deinen Beitrag zu zahlen. Ich finde schön, dass auf der... Als ob ich nicht schon genug zahlen muss. ...auf der Pistole so eine Blume mit Knochen drunter ist. Gut, jetzt haben wir den Ausweis. Hey, das ist doch alles, was wir haben wollten, oder?